Dann Herr Warwick, ich glaube, ein anderes Thema. Ich hätte noch eine Frage zu einer Aussage des russischen Präsidenten beim Interview mit Tucker Carlson. Bei Minute 54:24 erklärte Putin, dass er Ende März 22 die Truppen vor Kiew aufgrund einer Absprache mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und Frankreich abgezogen hätte, als Bedingung für eine endgültige Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens. Da würde mich interessieren, können Sie denn bestätigen bzw. dementieren, dass Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber Putin im März 22 erklärte, endgültige Unterzeichnung des ausgehandelten Abkommens nur bei Rückzug der Truppen um Kiew? Das kann ich bestätigen, dass das Unsinn ist. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, deswegen würde ich mir erlauben, ganz kurz das zu zitieren, um das klarzumachen, dass das wirklich so komplett dementiert werden kann. Herr Warwick, Sie versuchen jetzt irgendwie den russischen Präsidenten, ich weiß nicht, ob Sie sich das Interview angeguckt haben, und jetzt greifen Sie eine Sache raus und die glauben Sie? Das geht ja nicht um Glauben, also Sie... Ich habe Ihnen ja schon eine Antwort gegeben. Sie brauchen gar nicht zu zitieren. Zum einen sitzen wir hier, um Sie zu befragen, nicht umgekehrt. Ich würde ganz kurz, und wenn, dann wäre es an sich des Moderators, mir zu sagen. Aber Herr Warwick, Sie sind doch nicht dafür da, jetzt Putins Propaganda hier in großen Dingen auszubreiten. Sie haben mir doch eine Frage gestellt, auf die ich geantwortet habe. Da müssen Sie mir die Frage danach noch nicht nochmal mehr vorlesen. Also Sie ich weiß, wofür Sie das brauchen, aber es ist trotzdem bedingt dafür, dass es keine Unterstellung ist. Ich habe ihm doch die Antwort gegeben. Sie haben mich etwas gefragt, ich habe ihm die Antwort gegeben. Okay. Also, das heißt, jetzt, um das nochmal ganz klar zu haben, diese Darstellung von Putin, dass Olaf Scholz und Macron ihm gesagt haben, zieh erst deine Truppen aus Moskau zurück, sonst keine Unterzeichnung, die gab es in keiner Form und Olaf Scholz war auch in keiner Form in diese Verhandlungen im Istanbuler Kontext im März 22 beteiligt. Korrekt. Dazu? Nicht dazu. War ja auch hinreichend unterhaltsam. So, bitte, neues Thema.